Ja, moin moin und herzlich willkommen zum Test des brandneuen Xiaomi 14T. Jawohl, dieses neue Smartphone ist gestern offiziell vorgestellt worden. Ich hatte mein Testsample schon 2 von vorher bekommen, habe also schon ausreichend mir einen Eindruck machen können von diesem wirklich tollen Smartphone. Es gibt zum Marktstart gerade eine Rabattaktion und zwar kriegt ihr das Xiaomi 14T in der Version mit 512 GB für 650 Euro. Das sind 50 Euro Rabatt. Außerdem gibt es obendrauf auch noch ein Redmi Pad Pro im Wert von 300 Euro, also ein Tablet. Das lohnt sich doch. Schaut mal in der Videobeschreibung, da findet ihr einen Link zu dieser Aktion. Alles, was ihr wissen müsst zum Xiaomi 14T, erfahrt ihr in diesem Video. Ich hoffe, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Test und schon geht das los. So, wir starten mit dem Unboxing. Wie immer, weißer Verkaufskarton hier beim Xiaomi 14T. Im Lieferumfang finden wir zunächst einmal diese Pappschachtel. In dieser Pappschachtel ist ein SIM-Tool drin, außerdem der übliche Papierkram und auch eine Handyschutzhülle und ein USB-Kabel. Die Handyschutzhülle ist nicht transparent, ist aber trotzdem aus Silikon. So ein dunkelgrau, ganz geschmackvoll, finde ich. Und ja, wir haben zum Test hier die schwarze Version bekommen. Es gibt das auch noch in drei weiteren Farben. Und die grüne Variante hier links, die ist mit so einem veganen Leder ausgestattet. Ganz schick. Netzteil ist nicht dabei, das könnt ihr aber für 1 Euro auf der Webseite von Xiaomi dazu buchen. Ja, wir machen weiter mit der Verarbeitung und der Wertigkeit. Das Xiaomi 14T kommt in einem wunderschönen Alu-Glas-Design, finde ich. Vorder- und Rückseite aus Corning Gorilla Glas und der Rahmen halt aus Aluminium, sehr gut gemacht. Das Gehäuse ist nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt, also ein echter Wasser- und Staubschutz. 75 mm breit, Bautiefe hier zu sehen, schlanke 7,8 mm ohne die Kamera. Gewicht 195 Gramm und ja, die Höhe liegt bei 160 mm. Das ist ein großes Smartphone, hat ja auch ein großes Display, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Aber es ist wirklich toll verarbeitet, liegt gut in der Hand, fühlt sich wertig an, echt stark. Ja, ein Highlight ist sicherlich das Display. Hier seht ihr erstmal die Always-On-Funktion mit eingehenden Nachrichten, Akkuladezustand, Uhrzeit, Datum und so einem kleinen Muster. Und ja, 6,7 Zoll, ein AMOLED-Display, ein planes AMOLED-Display in 20:9 Format, 2772x1220 Pixel Auflösung, also ein bisschen mehr als Full HD+. 446 ppi ist die Pixeldichte, schön scharf das Ganze. Ein AMOLED-Display mit einer sehr guten Blickwinkelstabilität, kann man hier gut sehen, denke ich mal. Und ja, sehr schmale Display-Ränder. Das ist auch gelungen. Screen-to-Body-Ratio lediglich 89,1%. Und natürlich kann man das Display auch so ein bisschen konfigurieren. Es gibt natürlich einen Dark Mode und außerdem gibt es auch die Möglichkeit, die Bildwiederholrate einzustellen. Maximal sind hier 144 Hertz möglich. Ihr könnt aber auch, wenn ihr mal ein bisschen Energie sparen wollt, 60 Hertz einstellen. Aber mit 144 ist das natürlich sehr smooth, das Scroll-Erlebnis vor allem auf diesem Smartphone. Und auch die Bildschirmhelligkeit ist klasse, bis zu 1600 Candela, maximal sogar 4000 Nits, also auch bei Sonne ablesbar, gut ablesbar, insgesamt ein sehr, sehr guter Bildschirm. Ja, Bedienelemente und Software, hier der Powerknopf, der geriffelte und die Lautstärkewippe, unten dann der Hauptlautsprecher, USB-C-Anschluss, ja, Mikrofon und das SIM-Fach, auf dieser Seite ist gar nichts und oben haben wir dann ein Infrarotsensor und zwei weitere Mikrofone. Und ja, hier die Hörmuschel ist der zweite Lautsprecher, ist also Stereo ausgelegt. Und hier könnt ihr auch schon den Fingerabdrucksensor unter dem Display sehen. Super schnell, super präzise, wunderbar. Auch die Gesichtserkennung hier funktioniert tadellos, ist allerdings nur in Anführungsstrichen ein 2D-Scan. Ja, softwareseitig ist hier Android 14 an Bord. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es gibt 4 Jahre Update-Garantie, aber bitte nagelt mich da nicht drauf fest. Das habe ich irgendwo auf einer anderen Webseite gelesen. Auf der Webseite von Xiaomi habe ich dazu nichts gefunden. Ja, darüber legt Xiaomi das HyperOS in der aktuellen Version. So sieht es aus. Das ist irgendwie, ja, schon sehr ausgereift, muss ich sagen. Nicht mehr ganz so viel spielt wie früher. Hier kommen die eigenen Nachrichten, wenn ihr rechts runterzieht. Kommt dann das Schaltpanel mit den unterschiedlichen Schnellschaltern. Das ist ja typisch HyperOS, typisch Xiaomi. Kennt ihr auch von anderen Smartphones dieses Herstellers. Ja, Google Discover News Feed ist dabei. Hier swipe ich mal so ein bisschen durch die
Apps, die ich hier installiert habe. Es gibt sehr viele Apps von Haus aus. Es gibt sehr viele Systemtools auch. Das finde ich ja immer ganz angenehm, wenn man da nicht noch extra sich was runterladen muss. Zum Beispiel hier dieser Systemcheck, Bereiniger, Virencheck und so weiter. Das ist so eine integrierte App, wo man eine Menge Informationen bekommt über sein Smartphone und auch eine Menge machen kann. Sicherheit nennt sich diese App. Ein paar Werbe-Apps sind auch dabei, das macht Xiaomi ja auch immer gerne. Aber insgesamt geht die Bedienung komplett in Ordnung. Da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Jo, wir sind bei der Performance. Ich starte mal den AnTuTu Benchmark-Check. Hier 1,28 Millionen Punkte erreicht das Xiaomi 14T. An Bord ist der MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Ein Prozessor mit 3,35 GHz Taktung. Super schnell, das merkt man auch hier beim Pirate Ship Benchmark-Test. Mit wenig Details ungefähr 60 FPS, mit vielen Details so 20 bis 25 FPS. Also wirklich schnell dieses Smartphone, 12 GB RAM, Arbeitsspeicher sind an Bord. Wi-Fi 6E ist dabei, Bluetooth 5.4, 5G wird natürlich auch unterstützt. Und ja, egal was man macht mit diesem Smartphone, es flutscht alles wirklich wunderbar. Auch hier bei Google Maps ist das der Fall. Und auch wenn man durch Webseiten scrollt, das werdet ihr gleich sehen, geht das hier wirklich zügig voran. Es gibt das Smartphone übrigens auch mit 512 GB internen Speicher, 256 oder 512. Das ist ein Preisunterschied von 50 Euro. Aber wie gesagt, es gibt ja gerade eine Early Bird Funktion. Schaut bitte nochmal in der Videobeschreibung, da findet ihr den Link. Insgesamt aber wirklich ein sehr schnelles, gut performantes Smartphone. Wunderbar. Ja, hier nochmal die Rückseite. Wie gesagt, mattes Gorilla-Glas, sehr schick gemacht. Fingerabdrücke werden hier nicht hinterlassen und es fühlt sich einfach auch sehr edel an. Der Akku ist fest verbaut, hat eine Kapazität von 5000 mAh. Das bedeutet eine Akkulaufzeit von etwa 850 Minuten, so 13-14 Stunden hält der Akku durch, ohne nachzuladen. Kabellos, also induktiv, ist der Akku leider nicht ladbar, aber immerhin ist er schnell ladbar mit 67 Watt. Und wie gesagt, das Netzteil kriegt ihr für 1 Euro auf der Xiaomi-Seite. Interner Speicher, wie gesagt, 256 GB mindestens. Zwei Nano-SIMs könnt ihr einlegen. Eine Micro-SD nicht, also Speichererweiterung gibt es nicht. Aber das ist mittlerweile üblich bei den High-End-Smartphones. Und auch in dieser Kategorie, finde ich, geht das deshalb hier alles sehr in Ordnung. Ja, jetzt kommen wir zur Kamera. Die ist zusammen mit Leica entwickelt worden. Wir haben hier drei Leica Summilux-Objektive. Die Hauptkamera löst auf mit 50 Megapixeln, die Telekamera auch. Es gibt also hier eine extra Telekamera und natürlich auch einen Ultraweitwinkel mit 12 Megapixeln. Die Selfie-Cam hier zu sehen, hier sieht man auch die Display-Schutzfolie. Die ist übrigens angebracht ab Werk, auch das finde ich löblich. Die Selfie-Kamera löst auf mit 32 Megapixeln und gleich schauen wir uns natürlich auch wieder ein paar Beispielfotos an und ein Beispielvideo. Vorher wollen wir mal die Foto- und Video-App etwas näher beleuchten. Wir beginnen mit dem Fotomodus. Hier unten der Umschalter der Brennweiten 0,6, das ist der Ultraweitwinkel. Einfach ist das normale Objektiv und ab zweifach kommt dann die Telekamera zum Einsatz. Man kann natürlich hier noch weiter digital hoch telen, bis 20-fach hochzoomen, wollte ich sagen. Da hat man also eine Menge Spielraum und hier seht ihr die unterschiedlichen Einstellungen für den Fotomodus. Sein Feld, das kann man natürlich ändern, Timer, Blitz, AI dazu schalten und so weiter und so weiter. Das hier ist der Videomodus. Auch hier schauen wir uns mal die Einstellung an. Maximal könnt ihr Videos drehen in 4K mit dann 60 Bildern pro Sekunde. 4K 30 geht natürlich auch und es gibt auch einen elektronischen Bildstabilisator für alle Objektive, den kann man dazu schalten. Es gibt auch einen Profi-Stabilisator-Modus. Dann geht allerdings wie üblich die Bildqualität runter auf Full HD mit 30 Bildern pro Sekunde. Ja, dann gibt es hier auch noch mehrere Leica-Filmstile. Die sind teilweise ein bisschen krass, finde ich. Also sehr. Ja, man merkt sie tatsächlich, aber da wollen wir jetzt mal nicht allzu sehr drüber meckern. Dann gibt es auch noch diesen wunderschönen Filmmodus, der ist wirklich prima. Ich hoffe, ich zeige den hier mal, ich hoffe, man kann da sehen. Der hat halt die Besonderheit, dass man hier die Schärfe regeln kann. Hier zum Beispiel habe ich jetzt mal auf das Motorrad scharf gestellt, der Hintergrund ist unscharf. Jetzt mache ich es mal umgekehrt, stelle hier mal auf den Tisch unscharf und dann seht ihr, das Motorrad wird unscharf. Also ja, man kann halt mit Unschärfe hier dann sehr gut arbeiten. Das ist natürlich gerade, wenn mehrere Personen im Bild sind, sehr löblich. Das hier ist der Porträtmodus. Auch hier gibt es wieder unterschiedliche Leica-Porträtstile. Ich glaube, zwei Stück. Aber nicht nur das. Im Porträtmodus kann man eine ganze Menge hier einregeln. Natürlich vor allem die Tiefenunschärfe.
aber auch Farbfilter sind hier dabei und eine Verschönerungsoption. Das ist, hier ist ja jetzt der Porträtmodus mit der Hauptkamera. Bitte nicht den verwechseln mit dem Porträtmodus der Selfie-Kamera. Den zeige ich euch gleich nochmal. Hier sind auch unterschiedliche Brennweitenschalter nochmal eingestellt. Finde ich auch ganz gut, damit man weiß, was man da tut. Und ja, dann schauen wir uns mal die Farbfilter nochmal an. Auch hier, die kommen alle von Leica. Hier hat vor allem Leica natürlich Hand angelegt. Es gibt schöne Schwarz-Weiß-Sepia-Modi, so alte Geschichten. Also ist wirklich toll gemacht. Das sind die weiteren Modi. Zeitlupe, Zeitraffer, Panorama, Kurzvideo, Dual-Video, lange Belichtungszeit, Nachtmodus ist auch dabei. Nur kein Makromodus. Merkwürdigerweise hat dieses Smartphone tatsächlich keine Makrofunktion. Ja, das ist jetzt der Porträtmodus mit der Selfie-Cam und da haben wir die gleichen Funktionen wie bei der Hauptkamera, aber es gibt hier zusätzlich, wenn ihr die Selfie-Kamera benutzt, jede Menge Beauty-Einstellungsmöglichkeiten. Also das habe ich wirklich noch nie gesehen. Da kann man nicht nur die Augen schöner machen und die Nase schmaler und das Kinn schmaler. Man kann sich auch mehr Haare auf den Kopf setzen lassen und weiß der Teufel was. Also müsst ihr mal ein bisschen ausprobieren. Da ist wirklich eine Menge Spaß, glaube ich, angesagt. So, dann schauen wir uns mal die Beispielfotos an, die ich mit dem Xiaomi 14T gemacht habe. Fast alle im Automatikmodus. Wir fangen an mit so ein paar Farbprofs hier. Das sieht alles sehr, sehr gut aus, finde ich. Sehr schön natürlich. Und was mir sofort auffällt, als geübter Smartphone-Tester, die Aufnahmen sehen nicht nach Smartphone aus, sondern eher nach Digitalkamera. Hier seht ihr jetzt eine Bokeh-Aufnahme. Das liegt an zweierlei. Zum einen sind die Farben nicht so übertrieben und zum zweiten wird nicht so übertrieben nachgeschärft. Also das finde ich gut. Hier zwei Aufnahmen im Schuppen, im Nachtmodus bei sehr wenig Licht. Guckt euch das mal an, bitte, diese Aufnahme. Wie viele natürliche Farben das Xiaomi 14T hier noch zaubert, obwohl da eigentlich kein Licht mehr war. Also das finde ich ganz stark, wirklich. Das ist wirklich hervorragend. Jetzt kommt meine Brennweitenreihe. Das ist hier der Ultraweitwinkel mit 12 Megapixeln. Und jetzt kommt die normale Kamera ohne Vergrößerung, 50 Megapixel. Jetzt kommt die zweifache Vergrößerung. Das ist schon das Tele, auch mit 50 Megapixeln. Jetzt kommt eine fünffache und die finde ich auch noch richtig gut, muss ich sagen. Und jetzt kommt, was kommt jetzt? Ich glaube eine zehnfache und dann eine 20-fache oder irgendwie sowas. Hier geht es noch einigermaßen, finde ich. Jetzt wird es aber hier schon ein bisschen schwammig. Also alles bis fünffach ist wirklich super. Finde ich klasse. Zwei Selfies habe ich auch noch gemacht. Hier einmal mit Beauty-Funktion und hier drin ohne. Beide mit Bokeh. Und jetzt kommt das Beispielvideo des Xiaomi 14T. Viel Spaß. So, dann machen wir auch nochmal unseren obligatorischen Video-Check. Hier mit dem 14T und zwar mit der Hauptkamera im Automatikmodus 4K mit 60 Bildern kann das 14T ja maximal. Ich drehe jetzt mit 4K mit 30 Bildern pro Sekunde. Die Hauptkamera, das Objektiv, mit dem ich jetzt drehe, hat einen optischen Bildstabilisator, elektronischen natürlich auch. Blende f1.7, das ist alles auf dem Datenblatt schon ganz gut und ich finde auch die Videoqualität wirklich beeindruckend. Ich gehe mal ein bisschen jetzt hier ins Licht, eben war ich im Schatten, weil ich mich so ein bisschen vor dem Wind schützen wollte. Ich hoffe, das geht. Jetzt bin ich mal in der Sonne zugegen und ja, das ist doch alles ganz schick, oder? Ja, das war's mit diesem kurzen Videoeindruck. Ich habe wie immer die internen Mikrofone genutzt und jetzt geht's weiter mit dem Fazit. So, Fazit zum Xiaomi 14T. Wir beginnen mal mit den Kontrapunkten. Kein induktives, kabelloses Laden. Ja, das mit dem Netzteil, wie gesagt, es gibt halt ein Netzteil für 1 Euro. Insofern, da wollen wir mal Xiaomi zugutehalten, dass wahrscheinlich auch sie den Umweltschrott vermeiden wollen. Insofern ist das eigentlich kein echter Nachteil. Ja, also man kann eigentlich sagen, bis auf das fehlende kabellose Laden, eigentlich kaum Schwächen bei diesem Smartphone, aber jede Menge Stärken. Allen voran das tolle Gehäuse, ist wirklich ganz, ganz schön gemacht, kann ich in so einem Video schlecht rüberbringen, aber es fühlt sich einfach toll an. Super Display, schöne Kamera, übrigens die Blende bei der Hauptkamera liegt hier bei f1.7. Das ist ein guter Wert, also sehr lichtstark, dieses Smartphone. Es ist schnell, das Handy, es ist gut ausgestattet, es hat Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos und man kann es sehr schnell laden mit 67 Watt. Und ja, es ist wirklich ein gutes Smartphone. Der Preis,
Ja, ich weiß nicht, ob sich Xiaomi da so einen Gefallen getan hat. 650 Euro kostet das ja zum Marktstart. Gut, es gibt jetzt diese Early-Bird-Aktion. Da kriegt ihr dann die 512-Gigabyte-Version für 650 Euro. Ich finde es aber trotzdem einen Ticken zu hoch angesetzt, den Preis. Also ich denke mal, so 599 wäre irgendwie passender gewesen. Aber wahrscheinlich fällt der Preis sowieso demnächst schnell. Ja, tolles Smartphone. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so sein sollte, freue ich mich über einen Daumen hoch. Links unten seht ihr übrigens die Wettbewerber, die ich da mal rausgesucht habe. Und vielleicht besucht ihr auch mal meine Webseite mit mittlerweile fast 850 Handytests, Handykonfigurator, Bildervergleich, Handyvergleich und so weiter. Das war's. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.